Wow, das ist echt eine tolle Kirche. Wann die wohl erbaut wurde? Auf jeden Fall hat sie den Zweiten Weltkrieg überlebt. Ja, stimmt. Schau mal, was für eine beeindruckende Statue. Wen das wohl darstellen soll? Stimmt, ja. Gute Frage, weiß ich gar nicht. Lass uns doch mal den Mann da vorne fragen. Kennen Sie sich hier aus? Können wir hier kurz eine Frage stellen? Ja, gerne. Erst einmal grüß Gott und herzlich willkommen hier in der Jesuitenkirche. Ich bin Jesuitenpater und heiße Werner Holter. Ich bin Annemarie. Und ich bin Philipp. Und Ja. unsere Frage ist, wen diese Statue darstellt und was es mit ihr auf sich hat. Ja, das ist eine Madonna Immaculata, 1746 geschaffen von einem Augsburger Künstler. Und diese Madonna, diese Darstellung verbindet sowohl das Erste, das Alte Testament. Es zeigt, wie eine Frau, von der die Rede ist im Buch Genesis, der Schlange den Kopf zertritt. Aber dann, diese Frau wird gleichsam zu einer wichtigen Gestalt in der Apokalypse. Das ist also die letzte Schrift im Neuen Testament, die sogenannte geheime Offenbarung. Es kommt zu einem Kampf zwischen dieser Frau, die ein Kind gebären wird, und einem Drachen. Also sie ist gefährdet, aber sie bleibt siegreich. Und für diesen siegreichen Kampf steht dann also die Sonne, die sie umkleidet. Sie ist umkränzt, das Haupt mit 12 Sternen. Und der Mond, die Mondsichel, liegt ihr zu Füßen. Wieso steht sie da auf einem Mond? Da geht es nicht nur darum, dass also eine Frau irgendwie wie in einem Mythos gegen einen Drachen kämpft, ja, sondern es geht darum, ja, was passiert in dieser Welt, ja. Also es ist ein kosmisches Geschehen, das sind Kämpfe, die da sich abspielen. Und der Höhepunkt dann ist das Lamm, das Sie hier sehen. Das liegt auf einem Buch mit 7 Siegeln. Auch das ist ein Symbol aus der geheimen Offenbarung. Und das ist für mich also das Zentrum dieser Kirche und auch sozusagen das Schlüsselloch, um dieses ganze gewaltige Geschehen um den Hochaltar zu verstehen. Gut, das Lamm ist natürlich schon im Alten Testament eine ganz wichtige symbolische Figur. Jesus Christus wird sich mit dem Lamm vergleichen. Und in der Apokalypse ist es dann das siegreiche Lamm, das befähigt ist, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Das ist schon interessant. Also das Buch mit 7 Siegeln, ja, das ist ein bisschen unsere Welt, ja. Wir können ja nicht alles erklären, wenn wir in diese Welt schauen mit diesen ganzen Konflikten und was es alles gibt. Und dann sagt letztlich die Bibel, nicht der Mächtige wird siegen, sondern dieses Lamm, das für Unschuld steht und eigentlich für Schwachheit steht, das wird die Rätsel der Welt, dieses Buch mit den 7 Siegeln, öffnen und Antworten geben, die uns dann weiterhelfen. Das Lamm ist so klein, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Aber die Figuren dahinter sind ja auch deutlich größer. Was sind das für Figuren? Ist das Jesus? Die Figuren, die wir hier sehen, das ist also Ignatius von Loyola zur Linken und zur Rechten Franz Xaver. Das war einer seiner wichtigsten Mitarbeiter. Ignatius von Loyola ist der Gründer unseres Ordens, der Jesuitenorden heißt. Ignatius von Loyola, 1491 geboren, wurde dann verwundet, hat dann auf dem Krankenbett eigentlich erst so was wie einen Durchbruch erfahren zu dem, was man Gottes Gnade nennt, und hat dann gesagt: Ich kann jetzt nicht mehr einfach den Dingen nachgehen, die für andere wichtig sind. Ich möchte einen ganz neuen Weg einschlagen. Ich werde einen Orden gründen. Und dann hat er diesen Franz Xaver wohin geschickt? Also, wenn man jetzt mal nach links guckt, da sieht man eine Dame mit Kreuz und Kelch. Das ist also sozusagen Symbol für, ja, die Kirche. Man könnte es auch das christliche Abendland nennen. Und dann zur Rechten, das ist die Asia oder die Afrika. Das ist die damals noch nicht christianisierte Welt. Also er möchte dann nach Japan gehen, nach Asien gehen, um dort diese frohe Botschaft zu verkünden. Das ist
ist ja alles sehr beeindruckend hier. Wir haben uns vorhin schon gewundert, dass die Kirche den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden hat. Nein, das war nicht so. Also was wir jetzt hier sehen, das ist alles mehr oder weniger Rekonstruktion oder also nachgebaut. Die Kirche war am Ende des Zweiten Weltkriegs, da gehen wir einfach jetzt mal hier rüber, das sind Fotos zu sehen, total zerstört. Wow, das sieht ja echt fürchterlich aus. Kann man gar nicht glauben, dass das wirklich auch wieder aufgebaut wurde alles. Ja, also wenn man in das Gebäude reinkommt, das sieht alles so prunkvoll aus, so unbeschadet, ja. Aber dann hat so eine Sprengbombe am 13. Januar 1945 diese Kirche wirklich kaputt gemacht, pulverisiert. Und dass es wieder so gut gelungen ist, das haben wir sehr vielen Menschen zu verdanken, Spendern, auch Kirchenvertretern, die gesagt haben, ja, wir wollen für Mannheim diese Kirche aufbauen wieder. Wir sind ja vorhin an einer Statue vorbeigekommen. Wen soll das denn darstellen? Es ist Pater Alfred Delp, 1907 geboren, hier in Mannheim, hier zu dieser oberen Pfarre gehörig, wurde auch hier getauft. Er ist dann groß geworden hier in Lambertheim und er hat als Jesuit zu tun gehabt, 1945 gestorben. Das heißt, er wurde regelrecht ermordet, weil er zum Kreisauer Kreis gehört hat. Und zwar hat er im Kreisauer Kreis die katholische Soziallehre oder die christliche Soziallehre mit eingebracht, weil es ging im Kreisauer Kreis darum, über ein Deutschland nachzudenken nach dieser Katastrophe. Der Krieg lief ja noch in vollem Gang. Er wurde dann also auch in Kontakt gebracht mit Stauffenberg, den hat er auch mal in Bamberg getroffen. Und als dann der 20. Juli 1944 war, dann war klar, dass er ziemlich gefährdet ist. Man hat ihm auch geraten, sich zu verstecken. Das hat er nicht getan, weil er bei seinen Menschen, er war Pfarrer in Bogenhausen, bleiben wollte. Wurde dann verhaftet, kam dann nach Berlin und im Gefängnis mit gefesselten Händen hat er dann Briefe geschrieben, Meditationen geschrieben, über theologische Fragen nachgedacht, also zum Thema Heiliger Geist, zum Thema Advent. Und am 2. Februar 1945 wurde er dann hingerichtet. Ja. Dann stellt sich auch wieder diese Verbindung her zum Lamm. Ja. Also Glaube, nochmals, hat wirklich auch mit dem Ernst des Lebens zu tun. Wie möchte ich mein Leben gestalten? Ja. Auf welche Werte setze ich? Bin ich bereit, sozusagen meine Stimme einzubringen, zu sagen, das bin ich, ich sehe es so und ich möchte für die Werte, für die ich eintrete und die für mich wichtig sind, auch konsequent bis zum Ende, bis ja, auch zum Tod, dem treu bleiben. Das sind ja sehr beeindruckende Geschichten, die hier mit der Kirche verbunden sind. Haben Sie vielleicht auch einen Lieblingsort hier in der Kirche? Naja, Ort als Kirche insgesamt würde ich schon sagen, aber es gibt eine Lieblingsblickrichtung und zwar zu den Türen. Erinnert mich an meine Kindheit, da habe ich mich oft umgedreht, wenn ich mit meinen Eltern im Gottesdienst war und habe immer geguckt, wann ist die Kirche aus, wann können wir jetzt wieder raus. Heute natürlich ist es dieselbe Blickrichtung, wenn ich vorne den Gottesdienst feiere, dann sehe ich in die Gemeinde. Und ich finde es eigentlich schon sehr wichtig, dass man face to face den Menschen begegnet, die sich hier zum Gottesdienst versammeln. Nicht von oben herab, sondern eben ja, als Brüder und Schwestern. So verstehe ich auch meinen Dienst. Und es kommt noch etwas hinzu, auch wieder diese Blickrichtung, dann schaue ich zur Orgel. Die Musik ist für mich auch eine Gabe Gottes. Es gibt viele Menschen, die können mit Gottesdienst, mit Bibel wenig anfangen, aber die sagen, wenn ich Musik höre oder wenn ich Kunst anschaue, was auch immer, das kann auch die Natur sein, ein Sonnenuntergang, dann fühle ich mich irgendwie innerlich beschenkt und auch befreit zum Leben. Und darum geht es eigentlich. Kirche sollte also dem Leben dienen und sonst nichts anderem.
Vielen Dank für Ihre Zeit auf jeden Fall. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt auch, was wir vorher noch nicht so wussten. Und vielen Dank für die persönlichen Eindrücke, die Sie uns damit gegeben haben. Schön. Und euch auch alles Gute, ja? Danke. Danke.